Die Beziehung zu Eichmann war nicht einfach. Ich habe sie nach meiner Art ziemlich ins Unernste geschlagen. In dem Sinne, dass ich gesprochen habe, wie mir der Schnabel gewachsen war. Ich habe mal als Beispiel in Berlin, waren wir zusammengerufen, alle drei. Edelstein, Epstein und ich, um Mitteilungen entgegenzunehmen. Edelstein für Wien. Für Prag. Prag, Epstein für Berlin und ich für Wien. Wir uns, das war irgendwo im Jahre 40. Und wie er fertig war, sagte er zu mir, Sie bleiben da, ich habe mit Ihnen zu sprechen. Irgendwie hat mich der Teufel geladen, weil es hat mir nicht gepasst. Denn die Leute reden dann, ja, was hat denn der Murmelstein mit dem Eichmann, was hat denn der Eichmann da geredet, mit ihm zu reden gehabt. Die Leute haben dann immer darüber gehört. Daraufhin habe ich ihm ganz einfach gesagt, Sie müssen mir entschuldigen, Herr Sturmann, ich habe schon die Flugzeugkarte gelöst. Ich habe geglaubt, dass der Epstein und der Edelstein glatt so, wie sie stehen, umfallen. Er hat aber gesagt, ganz ruhig, ja, also dann werden wir Samstag eventuell, bin ich in Wien, lasse ich Sie kommen. Das war ganz einfach. Und so haben, und in diesem... Sie waren ganz frei. Und in dieser Art, ganz frei, habe ich mich immer, habe ich mich versucht, immer zu halten. So zum Beispiel, wie... Sie hatten keine Angst. Angst. Hatte, wissen Sie, wenn Sie zeigen, dass Sie Angst haben, so, ist alles verloren. Ja, aber hatten Sie Angst? Ja. Ja? Ja. Ja. Ich habe Angst, mein Gott, Angst, selbstverständlich, in gewissem Sinne musste man Angst haben, denn ich habe Eichmann gesehen am 10. November und er ist in mein Büro eingebrochen mit dem Revolver in der Hand. Kristallnacht, 10. November 1938. Das ist eine sehr wichtige Sache, weil das Urteil im Prozess Eichmann betont, dass man ihm nicht nachweisen konnte, Teilnahme an der Kristallnacht. Und das verstehe ich nicht, wie sie dazu gekommen sind. Denn ich bin um 3 Uhr nachts geweckt worden, in der Nacht vom 9. zum 10. Dezember. November, geweckt worden. Und vom Hauswart der Synagoge Tempelgasse, wo ich damals Dienst gemacht habe. Das war die größte Wiener Synagoge. Und der hat mir gesagt, er hat Besuch. Mehr konnte er nicht sagen. Und daraufhin habe ich mich angezogen und bin in die Seitenstettengasse gefahren, in die Zentrale der Kultusgemeinde. Und wurde schon auf der Straße verhaftet, in den Tempel Seitenstettengasse geführt, wo ich eine Truppe vorfand, die mit einem Eifer dabei war, alles zu zerstören. Mit Hämmern und Äxten haben sie auf die Einrichtungsgegenstände losgeschlagen. Und kommandiert das Ganze hat gerade Herr Eichmann. Eichmann war dort. Er war dort, hat das Ganze kommandiert. Und da, nach... Welche Truppe? Eine Militärtruppe? Das war SS-Verfügungstruppe. Nämlich, das ist auch, ich weiß nicht, das ist ein Zufall, das ist ein merkwürdiger Zufall, dass Sie danach fragen. Nämlich, wie ich gekommen bin, habe ich damals getroffen Leute in feldgrauer Uniform und habe mir gedacht, so, da ist also das Militär da. Und damals hat man sich noch getäuscht, man glaubt, die Armee ist ein Ordnungsfaktor. In Wirklichkeit war das aber SS, das war die sogenannte Verführungstruppe der SS. Die hat feldgrau getragen, nicht schwarz. Da habe ich zum ersten Mal gesehen, SS. Nicht in Schwarz. Und Eichmann war dort mit einem Revolver? Damals war er dort mit einem Schlageisen, hat er zerhaut, die Einrichtungsgegenstände im Tempel. Und nach Eichmann selbst. Eichmann selbst.